Happy Birthday, Diltili. 11 Jahre seid ihr alt. Ihr seid ein krasser Zugewinn und seit Jahren für diese Kultur, die wir alle so lieben. Das ist der 11. Geburtstag und langsam fängt der Bengel unter den Achseln an zu stinken. Wir haben hier das erste Battle mit Kid Soldier und Requiem. Und ich will direkt mal reinsteigen. Er sagt, du hast eine Stimme wie quasi Elmo und eine piepsige Stimme. Hat dann sogar noch diesen einen Satz gehabt, von wegen, als du mal gechoked hast und nachgedacht hast laut, ist deine Stimme runtergegangen. Sag mal gerne, weil it's mostly the voice, hat Guru von Gangster damals mal gesagt, ein ganz alter Rapper. Rest in peace. Wie findest du deine eigene Stimme? Ich finde sie sehr nice. Also ich war, lange war es halt beim Rappen so, ich habe ja online angefangen, dass dann, wenn ich on-beat rappe, ich absolut keinen Druck hinterbekommen habe. Das war sehr, sehr störend damals. Das habe ich auch damals behandelt. Das hat auch Steini gegen mich gut mal verpackt auf jeden Fall. Aber mittlerweile habe ich halt den Stimmeinsatz raus. Deswegen ist das eigentlich, ja, finde ich, gut. Ist ein schöner Klang, ein sehr uniker Klang, mit dem ich viel spielen kann. Ist geil. Okay. Super, finde ich auch. Warum kam diese Angle? Ist es einfach nur so ein bisschen pieksen oder hinter welchen Rapper-Stimmen stehst du? Also was ist so, was ist geil für dich und was triggert dich? Soll ich jetzt meine Top 5 Rapper-Stimmen aufzählen? Der Killer. DMX ist krass. Jetzt müssen wir rausschneiden. Method Man hat eine sehr gute Stimme. Pop Smoke. 50 Cent. Aber ich meine, ich bin ja sehr großer Fan von Kendrick Lamar, der ja auch bekannt dafür ist, dass er mit seiner Stimme sehr spielt. Also ich habe auch nichts gegen höhere Stimmen oder so. Ja. Aber du, in einem Battle piekst du halt einfach mal überall und guckst, wo es wehtut, so, weißt du? Das ist geil. Bis auf Kendrick. Hättest du Kendrick jetzt nicht gesagt, hätte ich direkt als Hobbypsychologe gesagt, ach, der Mann braucht autoritäre Männerstimmen. Nö. Also sind jetzt, das sind, finde ich, das sind krasse Stimmen einfach, die ich sehr beachte, aber es sind nicht die Rapper, die zu 100% in meiner Playlist sind. So. Da ist schon mehr Kendrick, J. Cole und so. Ja. Ist auch definitiv so. Ich finde, auch wenn ihr beide unterschiedlich von euren Herangehensweisen seid, dennoch habt ihr ja einfach auch dieses, den Geburtstag, der irgendwo in ähnlichen Sphären ist. Ihr seid jüngere Rapper. Jetzt hat er aber als einer in dieser Liga, jünger als du seiende Rapper von seiner Vita, dir quasi vorgeworfen, du kommst nicht voran. Mhm. Und du kokettierst ja auch, und du hast das ja heute auch nochmal gesagt, mit deiner Pause. Wie muss man das Ganze interpretieren und wie siehst du das selbst, wenn er dir das vorwirft? Ja, also, nee, er hat schon vollkommen recht. Ist natürlich als Gegner ist immer ein bisschen lustig, wenn du sagst, ey, und du kommst nicht voran, wenn wir in dem Moment halt so auf demselben Punkt stehen so, und uns gegenüberstehen. Aber das ist ein legiter Engel und ich sehe das ja auch selber. Ich finde, dass ich wollte ja schon wirklich lange Pause machen. So. Ich glaube, in der Vorbereitung auf so ein Hansen-Battle habe ich das erstmal gedacht, okay, ey, ich glaube, ich brauche eine Pause von Battle-Rap irgendwie. Und das hing auch viel damit zusammen, dass ich, also ich glaube, es wäre nicht so gewesen, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, okay, ich komme gerade, ich wachse gerade im Battle-Rap so. Und ich bin halt weder irgendwie menschlich dann nochmal mehr gewachsen, als auch vom innerhalb der Liga. Ich weiß nicht, also dann ist immer mal wieder was passiert. Dann hat mir Magda Mighty als Gegner gegeben, was natürlich cool für mich war. Dann durfte ich auf Splash und sowas. Das Badbusting war mir noch sehr wichtig. Deswegen ist immer noch was passiert, weswegen meine Pause dann irgendwie keine Pause war. Und jetzt habe ich mir aber gesagt, egal was kommt, jetzt mache ich wirklich erstmal eine Pause und nehme mir diese Zeit. Und ja, dann mal gucken, wenn ich dann wieder battle, dann muss aber auch wirklich ein Gegner sein, wo ich sage, dass ich richtig Bock auf den habe, dann habe ich was zu sagen. So. Ich find dich zum Beispiel nicht als Battle-Rapper scheiße oder so, aber ich habe dich noch nie getroffen. So. Wir haben nie Kontakt miteinander gehabt. Ich habe dir legit nichts zu sagen gehabt. So. Und keine Ahnung, deswegen war die Vorbereitung für mich auch irgendwie ein bisschen schwierig, weil ich einfach, das hat sich ein bisschen künstlich angefühlt. Es war diesmal nicht so das Herz drin. Bei mir, von meiner Seite aus auf jeden Fall. Und das soll, wenn ich mal zurückkomme, auf jeden Fall nicht so sein. Ja. Starke Aussage. Wie ist das? Ich würde
pass auf, erst wollte ich eigentlich auf die Hansen-Sache eingehen, da kommen wir später zu. Wie ist das für dich? Wie sehr muss das Herz drin sein? Wie sehr musst du dich manchmal vielleicht auch wohin knechten? Also ich hatte hier, eigentlich war es wieder der Requiem, den wir kennen, so dein Trademark-Battle-Stil eigentlich. Deswegen hatte ich nicht das Gefühl, dass das bei dir ähnlich gewesen wäre. Ja, war es nicht. Also ich habe sehr viele Sachen gefunden, vor allem der dritte Part war ein sehr wichtiger Punkt, den ich machen wollte. Der zweite Part war halt dieses Klassische, was ich ganz gerne mache, wo ich jemanden gut anpacken kann. Für mich ist es, ich sage immer so, Battle Rap ist aus zwei Sachen für mich sinnvoll. Und zwar einmal, wenn ich Antipathie meinem Gegner gegenüber habe, was im dritten Fall auf jeden Fall der Fall war, im dritten Part. Oder wenn ich ihn sehr respektiere und deswegen kann ich auch Leute battlen, die ich krass finde. Und das sind so die zwei Art und Weisen, wie ich Battles annehme und sonst nehme ich sie nicht an. Und genau, das ist so ungefähr, wie ich vorher vorgehe. Und bei ihm zum Gegner ist, also er, wie gesagt, er war Ersatzgegner für mich. So, ich hatte ein anderes Battlefix und habe dann zwei Vorschläge bekommen und habe Kid Soldier zugesagt. Und, Entschuldige, welches war das? Du hast das ja auch gesagt, von wegen, du musstest deinen Gegner... Das kommt noch dieses Jahr, ich weiß nicht, ob ich das leaken darf. Ach so, nicht an diesem Tag, das sondern... Das sollte heute sein. Ja, okay. Dann wurde aber das zweite Main-Match, das eigentlich hätte heute sein sollen, abgesagt. Und es musste ein zweites Main-Match her. Und, na ja, gut, Bongtaggy hat sich halt Hiding gewünscht und ich hätte halt Hiding gebettelt. Dann hat Jamie mich gefragt, ob es okay ist, dass wir das irgendwie verschieben, damit sie ein zweites Main-Match haben. Okay. Und dann, genau, das war's. Ich habe dich unterbrochen, dabei warst du gerade eigentlich am Ausholen und das wäre auch eine wichtige Frage für mich. Erstmal natürlich, dir läuft das Hansen-Ding hinterher, ne? Also so ein bisschen, das wurde jetzt eben, kam ja auch nochmal. Mal ab vom Inhalt, die Dramaturgie, also du kommst mir teilweise in diesem Part, ist das, als wärst du so Drehbuchschreiber oder Regisseur, weil dieser Aufbau sitzen muss, glaube ich. Kannst du mal die Gedanken teilen, wie du rangehst an sowas? Boah, das ist schwierig. Solche Parts entstehen über längere Zeiträume, wo ich mir sehr genau anschaue. Ich schaue mir dieses Battle sehr genau an, diese dritte Runde, das Interview. Das Interview, als ich das erste Mal durchgeschaut habe auf YouTube, habe ich das Interview skippen müssen, weil ich mir das nicht geben konnte. So. Auch nicht wegen ihm unbedingt, aber so generell wegen der Gesprächsdynamik und alles war so ein bisschen... Ja, aber als ich es dann wieder und wieder gehört habe, sind immer mehr Sachen... So, ich habe seine Runde im Pay-Per-View gesehen. Und ich war im ersten Moment so, boah, krass. Und da war das Interview nicht drauf. Dann habe ich mir, als YouTube gekommen ist, das Interview gesehen und war so, hä, wirklich, der hat nicht mit den Opfern abgeklärt, dass er diesen Part macht. Und dann hatte ich das schon vermerkt und deswegen habe ich ihn auch sofort zugesagt. Und dann habe ich mir jetzt nochmal die genauen Stellen oft gegeben und genau die Kritikstellen, die ich haben will, die ganz verschiedenen Ansätze, was ich an diesem Part verwerflich finde, das waren sehr, sehr viele Punkte, die ich alle reingeschoben habe. Das ist dann natürlich auch inhaltlich viel, was dann zusammen wächst. Und dann piece ich das so zusammen, wie es im Ablauf am meisten Sinn ergibt, wo ich am besten die Kritikpunkte und die Sachen, wo ich finde, dass er nicht richtig handelt, zusammenführen kann und baue mir so den Part zusammen mit den Aussagen, die ich haben will. Ist das vom Training, sorry, dass ich Ihnen nochmal was fragen muss dazu, ja? Ist das vom Dahingehen eigentlich so, wie man beim ersten Marathon sagt, du darfst noch nie die ganze Distanz gegangen sein, weil dein Kopf sonst nicht frisch genug ist? Also kannst du jetzt quasi 50 Mal diesen Part mit dieser Eindringlichkeit und so, wie du ihn jetzt hier performt hast, performen? Oder brauchst du eben so ein bisschen immer noch diesen Puffer im Sinne von, okay, erst wenn ich auf der Bühne bin, gebe ich 100%? Das ist eine schwierige Frage, das weiß ich nicht, vor allem weil Battle Rap eine Kunstform ist, wo man wirklich nur einmal seinen Text performt. Ich habe keinen Bezug dazu, Texte wiederholt zu performen, abgesehen von Tracks oder so. Das heißt. Ja, aber beim Üben. Ach so, beim Üben. Kommt drauf an, ich übe nicht so oft laut. Ich habe vielleicht 4-mal laut geübt und sonst mehr im Kopf oder leise geübt. Das heißt, irgendwo schon bestimmt. Aber dieser Part ab. Ich hasse deine Art, ich hasse deinen Namen, ich hasse deine Art. Diesen Part habe ich immer genau so eigentlich delivered, weil es so tatsächlich ist, was ich dazu fühle. So. Ja. Genau, dieses Crescendo meine ich eben, ne? Damit man eben, also das dann auch diese Dramaturgie. Genau, wenn man kurz Päuschen vielleicht, bis da wieder die Tür zu ist, aber okay, alles gut. Normalerweise haben wir hier keine Schnitte, aber läuft einfach weiter, ne? Egal. Bist du gerade in-game oder so? Nein, ich mach's Paper.
Deswegen geht das währenddessen macht er das PPV. Ja, wir haben behind the scenes. Jetzt wissen wir es. Okay, krass. Ja. Ich höre dir gerade nicht zu. Was? Ja. Nee, das ist alles okay. Ich rede mit dem Publikum. Es wurde gelüftet. Während das Interview noch läuft, macht der gute Papa TR schon das PPV klar. Bester Mann. Sehr ambitioniert. Hier wurde vorgeworfen, dass es eine Art von Ambitionslosigkeit gibt. Und das warst du ihm gegenüber, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Deine Ambition ist Ambitionslosigkeit. Da wurde das Splash noch mit reingenannt. Und von wegen deine vorweggenommenen, ich habe eh keine Skills in dem und dem Bereich. Hat dich das getroffen? Nee, nicht wirklich. Ja, was diese Ambitionslosigkeit angeht, hat sich, glaube ich, bei mir schon was geändert. Also bei mir, ich glaube, wenn es noch so 2019 war, 2020, hatte ich schon noch so diesen Wunsch, ey, Title Match, das wäre was so, weißt du, wenn du in dieser Liga bist, dann musst du auch battlen, um der Champion zu werden, finde ich. Und dann hatte ich auch dieses Voting, aber auch schon bei dem Voting habe ich so, weißt du, okay, das ist eine Ehre, die kann ich nicht ablehnen, so, wenn ich gefragt werde. Aber gleichzeitig habe ich mir dann Gedanken gemacht, ey, wenn du der Champion bist, dann musst du ja wirklich, du musst dann battlen, weißt du, du kannst dann nicht nochmal den Mikash machen, so, weißt du, und einfach sagen, okay, ja, cool, bin jetzt Champion, aber ich habe keinen Bock mehr, ich mache jetzt eine Pause, sondern du bist dann halt auch echt ein bisschen gebunden und du kannst auch deine Gegner nicht mal aussuchen, sondern du kriegst halt den, der als Title Contender würdig ist, so, ob du den jetzt komplett, also ob du den magst oder nicht, und weiß nicht, das Battlen an sich hat mir einfach Spaß gemacht. Das auf Splash gehen hat mir Spaß gemacht. Mir ging es da nicht mehr um so eine innere Rangliste, dass ich einer der Besten bin, sondern mir ging es einfach nur von Battle zu Battle so, dass ich weiß, okay, ich habe die Leute heute unterhalten. Bei dem Splash-Ding, weiß nicht, da war schon, glaube ich, im Hinterkopf bei mir, okay, ich habe das erste, da habe ich richtig gebombt, so, was ja okay war, ich war ja trotzdem auf dem Splash und so, ich hatte eine super Zeit und kleines Geheimnis, so keiner auf dem Splash, kein Battle-Rapper juckt da irgendwas, so, weißt du, es ist einfach ein sehr schöner Urlaub, einfach mit sehr lustigen Leuten, aber ich dachte mir, nee, ich will schon nochmal ein bisschen besser werden, auf jeden Fall, ja. Das Krasse ist bei dir, jedes Mal, wenn ich dich sehe, machst du genau das, was du auch gesagt hast. Du entertainst. Das sollte auch ein Battle-Rapper. Also das heißt, du erfüllst deinen Job. Du hast heute hier wieder die merklich mehr Haymaker gehabt. Dafür wahrscheinlich fällt es ihm natürlich zu, die Substanz zu haben. Dieses, Leute gehen raus und unterhalten sich auch über den ganzen Part, anstatt diese 3, 4, 5 Lines, die dann aber richtig geil sind. Wie ist denn dein eigenes Fanbewusstsein für sowas? Bist du auch jemand, der dann hier eher rausgeht und sagt, boah, Fates Parts, Basies Parts, die Lines oder das Gesamtthema im Battle? Also, weil du machst das eine, dann liegt dir als Fan vielleicht auch das oder ist da eine Differenz? Das kommt ganz drauf an. Wenn ich Battles live sehe, dann mag ich, glaube ich, eher so das, was ich mache, diese Haymaker, diese Zweizeiler, einfach weil man hat einfach Spaß, man genießt einfach die Show. Und vor allem, gerade wenn es so eine Hitze wie heute zum Beispiel ist, dann ziehen sich diese langen Parts und deepen Parts manchmal auch sehr und dann hat man gar nicht so Bock, da richtig zuzuhören. Aber wenn man dann auf YouTube die Battles nochmal guckt, dann denkt man, okay, dann kann man das in der ganzen Größe nochmal genießen. Und da feiere ich so welche Parts schon, so Mikesh-Battles und sowas auf jeden Fall. Ich würde sagen, es ist sehr gemixt. Wenn ich rausgehe, ist irgendwie komisch. Ich rede nicht so tiefgründig über Battles nach Events, sondern ich sage einfach, oh, den fand ich nice, der war geil. Aber ich vergesse leider auch Lines einfach extrem schnell. Das heißt, ich muss hier eh nochmal auf YouTube gucken, damit die mir wirklich im Kopf bleiben. Ja. Ich kenne das. Das ist auch hart. Es wurde ja nicht Klassenkampf ausgerufen, aber, und ich dachte, dich wird das treffen. Er hat quasi sich stilisiert aus einer Familie kommend, wo der Vater Hauptschulabschluss hatte und sich durchgeboxt hat im Leben. Da war sowieso auch so ein bisschen du hast Buchwissen, aber kein erlebtes Wissen und du bist ein Münchner Rich Kid. Jetzt investigativ. Hat sich das getroffen? Ist da was dran? Weil gerade bei dir würde ich mir vorstellen, dass du dich irgendwie abgefuckt hast darüber. Jetzt kannst du es gerade stellen. Also einmal, ich habe mich abgefuckt über die Polizeiline. Weil es halt einfach Quatsch ist, aber so, das ist ja fair, das ist ja ein Battle, der hat es so mich in die Art und Weise. Aber auf der Bühne habe ich mich abgefuckt über die Line, weil es halt crazy falsch ist. Er hat ja den ganzen Part darauf gestartet, damit, dass ich safe auf einem Münchner Internat war
meine Schule wurde schon geleakt von Wolf, ist eine öffentliche Schule offensichtlich. Und der Part ist so weit weg von der Realität, dass ich es gar nicht erklären kann. Genauso wie du dich aufregst über die Rich Kid-Witze. Es ist genau das Gleiche bei mir. Es ist so weit weg, aber das ist ja egal. Also ich will dazu sagen, es war ja kein ganzer Part. Es war die Internatline und es war die du bist spießbürgerlicher, gutes Elternhaus, genau. Das war, also mir ist schon klar, dass er nicht glaubt, die Polizei sei halt Freund und Helfer und sowas. Und seine Schule habe ich nicht nachgeguckt oder sowas. So, ich war einfach nur, das war eigentlich nur Aufbau zu der, ey, du hast eine Stimme. So, in meiner Schule hättest du damit Schwierigkeiten auf jeden Fall gehabt. Das wollte ich damit sagen. Und das war halt einfach nur dieses, du denkst, Polizei ist dein Freund und Helfer. Ich wusste, dass es nicht so ist. Und deswegen wusste ich, ey, das wird ihn schon so ein bisschen nerven. So. Also das war schon mit Absicht gewählt. Das ist nicht, was ich wirklich glaube. Und deswegen, ich habe ja auch keine große Thematik gemacht. Das war so ein Nebenbei-Ding, was zu den zur Performance-Sache mitspielte. Okay. Aber bestätigt, hat schon ein bisschen abgefuckt auf jeden Fall. Stimmt, aber getroffen heißt ja, das trifft, ja, oder? Ja. Okay. Perfekt. Dann würde ich sagen, okay, wir müssen jetzt hier abbinden. Es ist so heiß, einer stirbt. Ihr habt es gesehen, Kid Soldier, den wir in die Pause mit den besten Wünschen von Herzen schicken. Das und hast du in meinem Bilial-Battle sogar auch schon gesagt. Ja? So, ich darf hier wirklich nicht mehr hinkommen. So, das ist... Nein, ich habe ihm gewünscht, dass er wiederkommt und er meinte, ich komme nicht wieder, weil er keinen Bock mehr hat. Ah ja, stimmt. Ja. Ihr habt's gesehen, macht das unten mit euch aus, ist ja unjudged. Wer hat gewonnen? Cheers, bis später.